Guten Tag. Das stimmt. Und die Arbeit. Weil wir auch nämlich gleich unsere Bergbeschreibung, das schöne Rauschen vor den Wiesen hier auch machen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, die Boogie Brothers. Und nochmal, Achtung. Yeah, wir sind der Meinung, das waren die Boogie Brothers. Genau. Vielen Dank, wir werden euch nachher nochmal sehen. Außerdem seid ihr so freundlich und werdet jetzt direkt live in der Suppenküche zu finden sein. Ihr seid nämlich für die Backbällchen der Hochzeitssuppe zuständig und werdet sie, das wird ja die Promi Edition sein, und zwar diese 20 Gläser mit Altberger Hochzeitssuppe, werdet ihr jetzt die Hackfleischbällchen rollen. Und ja, auch, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch ein Produkt heute einbringen. Wir haben Wurzeln, die weit im Osten liegen, also in Sachsen. Und das ist ja schon ein Streugebiet, noch weiter östlich. Wir werden heute unser Rezept von der Soljanka nach dem Rezept unserer Großmutter heute hier live kochen. Denn wir erinnern uns noch an ihre Worte, als wir damit begonnen haben. Da sagte sie mal: Jungs, das soll Soljanka sein. Und das werden wir heute tun. Und vielleicht willst du später zum Verkosten vorbeikommen. Du hast ja gesagt, du hast einen stabilen Magen. Also das stimmt allerdings, weil schließlich kommt ja Soljanka daher, dass man sagt, hier wird nichts weggeschmissen. Daraus kann man noch eine Suppe machen. Gerne komme ich dann zu euch und dann werden wir beide alles ausprobieren und das dem Johann Lafer oder dem Alfons Schubeck unterjubeln. Hier wird jetzt gerade nochmal das Schlagzeug ausgestöpselt, oder? Was jetzt machen? Ich warte. Also wartet. Ja, ich habe gehört, dass hier eine Modenschau kommt. Ja. Und das sind sehr nette Damen. Wir teilen uns eine Garderobe. Wir wollen jetzt mal wissen, wie sie angezogen aussehen. Genau, Sie merken schon, also der Guido nimmt jetzt praktisch auch die Rolle von Guido Maria Kretschmer ein. Er wird nachher alles bewerten und ich freue mich sehr, dass ich eine Dame neben mir stehen habe. Ja, der Applaus kommt gleich, was Sie merken. Und zwar genau jetzt. Sie hat den wunderbaren, schon nach Mode klingenden Namen Bettina.